Hallo und herzlich willkommen zu Buchtipp direkt. Heute möchte ich Ihnen dieses Buch vorstellen. Da liegt ein Toter im Brunnen von Sven Goertz. Und neben mir sitzt der Autor höchstpersönlich. Hallo, Herr Goertz. Hallo. Der Roman ist der erste Band Ihrer neuen Krimiserie, die Bad Löwenau-Krimis. Genau. Ja, und worum es darin geht, erzählen uns die handelnden Personen am besten gleich selbst. Der Tote war ein junger Mann, Mitte 20. Wir konnten keine Einwirkungen von äußerer Gewalt entdecken. Da fiel uns etwas Seltsames auf. Er gab uns ein Zeichen. Es ist zwar zunächst so wahrscheinlich wie ein päpstliches Bekenntnis zur Empfängnisverhütung. Aber bei allen Detektiven und Inspektoren, es ist wahr. Da liegt ein Toter im Brunnen. Oh, es ist eine schlimme Sache. Liegt der Tote in einem Brunnen, ganz stark aus der Kopf. Wenn Christoph und Carlo haben aus der Spur der Kriege mächtig Hunger, kommen zu mir in mein Restaurant, da habe ich schöne Bier und Badolino, schöne Pasta, schöne Pizza und für Freitag schöne Seelze Aqua. Herr Goertz, Ihre Krimiserie spielt in Bad Löwenau. Wo liegt das denn genau? Wir befinden uns zurzeit in Hessen. Und wenn man von Hessen fährt nach Nordrhein-Westfalen, über Rheinland-Pfalz und weiter nach Niedersachsen und von dort nach Schleswig-Holstein rüber und von dort nach Mecklenburg-Vorpommern, über Brandenburg, Berlin, runter nach Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen und dann Baden-Württemberg und Bayern und dann wieder über Saarland, über Rheinland-Pfalz zurück nach Hessen, dann ist man mindestens einmal an Bad Löwenau vorbeigekommen. Ja, wir haben weitere Originalstimmen für Sie eingefangen. Ich, als demokratisch gewähltes Oberhaupt von Bad Löwenau, bin natürlich sehr daran interessiert, den guten Ruf der Stadt zu erhalten. Nicht zuletzt im Hinblick auf die vielen zahlungskräftigen Touristen und Kurgäste. Überrascht mich nicht, was mit dem Jungen da passiert ist. Wenn man sieht, wer alles auf dem Marktplatz unterwegs ist, pack ist das, kann ich Ihnen sagen. Pack ist das! Ich kannte den Tote ja persönlich. Er war sehr an gute Bücher interessiert. Und wir wissen ja alle, man kann sich mit dem Leben nicht besser verknüpfen als durch die Kunst. Und durch gute Bücher. Das war unser aktueller Buchtipp direkt mit Da liegt ein Toter im Brunnen von Sven Goertz, erschienen im Emmons Verlag. Vielen Dank, Herr Goertz. Vielen Dank. Und bis zum nächsten Mal.